Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Side 2. Ja, lang, lang ist's her, seit dem letzten Video. Hatte ein bisschen zu tun. Konnte nicht so aufnehmen, wie ich wollte. Und ja, aber es geht weiter. Ich habe das Projekt nicht vergessen, ich habe es nicht liegen lassen, nix. Wir sind nicht auf Fossien, ich immer noch, wie seit dem letzten Video, als Scharfschütze unterwegs. Und hier sind auch so ein paar Stellen, wo die Post abgeht. Zum Beispiel beim Acan Biolab. Da wollen wir doch einfach mal hin. Ich hoffe, das Spiel ist nicht mehr ganz so ruckelig, wie es mal war. Vielleicht in der Zwischenzeit sind auch ein paar Patches erschienen. Aber mal schauen, was sehen wir denn jetzt. So. Und was mittlerweile auch geändert wurde, man kann am Warpgate nicht mehr geteamkillt werden. Aber das ist, glaube ich, schon was länger, die Änderung. Ja, weiter geht's mit Planet Side 2. Irgendwo neben mir fliegt eine Valkyrie. Und mir hat jemand freundlicherweise in den Kommentaren gesagt, dass man sich mit der mittleren Maustaste im Cockpit umsehen kann. Danke dafür. Das wusste ich nämlich nicht. Ich wusste, dass das bei Battlefield geht. So, was haben wir denn hier? Okay. Ah. Oh, wow. Nein, lass mich durch. Okay, die haben mich nicht gesehen. Oh, shit. Panzer. Und den mache ich natürlich nicht so viel. Okay. Oh, oh, oh. Hey. Ah, wo kommt der denn her? Irgendwo aus der Richtung. Ich glaube, hier sollte ich vielleicht die Klasse ändern. Das werde ich auch mal tun. Nehmen wir mal wieder den Heavy Assault. So. Aber das Spiel scheint wieder ein bisschen stabiler zu laufen bei mir jetzt. Eigentlich muss ich auch dazu sagen, ich habe eine neue Grafikkarte. Nachdem, ja, das ist auch noch passiert, ich einen kleinen Wasserschaden am PC hatte, musste ich mir neue Hardware kaufen. Das war die teuerste Flasche Club Mate in meinem Leben. Die schießen von da oben runter. Können wir aufhören, mir vor die Flinte zu laufen? Ist ja fies. Wenn die einfach mal alle reinlaufen würden, anstatt hier rumzustehen und rumzuzergen, das wäre sehr hilfreich. Man erlebt das auch immer wieder, dass so vor Biolabs, dann kommen so Typen an und benutzen den Voice-Chat, ausnahmsweise mal. Und dann sagen, ja, let's rush, all go in und so und es würde auch funktionieren, wenn es alle tun würden. Oh, achso, hier sind schon eine Menge drin. Okay, ich hab nichts gesagt. Zum Glück sind hier Medics am Start. Hm.
Nein! Stand da oben einer. Wow, nein! Shit. Ich glaube jetzt... Ah, ich werde wieder belebt. Sehr gut. Ah, die Medics mal wieder richtig schön aktiv und direkt wieder hingerafft worden. Sehr schön. Nochmal. Oh. Okay, ja, wenn der Max kommt. Ich glaube, jetzt brauche ich nicht mehr mit einem Reds rechnen. So, gehen wir mal wieder hoch. Hm, zwei der Punkte, also B und C, gehören der Vanu. Aber so wie die hier sterben, wahrscheinlich gar nicht mehr lange. Oh, ich werde sogar geheilt. Und da schmeißt nochmal jemand Ammunition hin. So. Ha! Ich hab mir aufgeräumt. Aber es kommt da keiner nach, deswegen bringt das nichts. Nein. Ja. Ja, kam halt keiner nach. Wenn da keine Medics, keine Ingis und sowas nachkommen, ist das schwierig. Mittlerweile gehören auch wieder alle Punkte denen. Das finde ich doof. Wir wollen das hier doch einnehmen, Jungs. Mann. Aber ich war schon länger nicht mehr auf Hossin, muss ich sagen. Finde ich schon mal gut, hier auf Hossin sein zu können. Auch wenn es nur ein Biolab ist, und zwar nur ein stinknormales Biolab. Hossin hat ja auch so ein paar Lokalitäten, die ein bisschen... Also die an die anderen Basen und so erinnern. Aber... Oh, die an die anderen Basen halt erinnern, aber trotzdem irgendwie vom Layout ein bisschen anders aufgebaut sind, zum Teil auch kaputt und zerstört sind. Das ist eigentlich ganz cool. So. Dann geht's mal wieder hoch. Schön, dass der Skype hier so rumschwebt. Ist wirklich schön für den Skype. Nein. Ich habe immer jemand anders getroffen, weil derjenige, den ich gerade getroffen habe, ist eine Deckung. Dann kam ein anderer raus und wir haben sich irgendwie abgewechselt. So tötet man natürlich nichts. Warte. Ah, nee, das ist okay. Das ist nicht der Thunderer, der brennt. Okay, okay. Dann ist alles okay. Oh, die Granate war aber... Nein. Man kommt ja fertig durch. Wenn einfach mal alle mitlaufen würden. Aber nein. Na gut, ich müsste auch vielleicht mal mich auch des Voice-Chats bemühen. Aber das ist natürlich blöd, wenn man gerade ein Let's Play dazu macht. So. Jawoll! Ein Twister Core weggehauen hier. Ah, ah, ah. Yay, man wird geheilt. Ich glaube, das Spiel gibt es schon oder soll noch auf PlayStation 4 erscheinen. Also wer keinen PC hat,
oder zumindest keinen PC hat, der dem Hardware-Hunger dieses Spiels gerecht wird, für den ist ja vielleicht das eine Alternative, wenn ihr eine PS4 habt. Soll auch da natürlich Free-to-Play sein und ich glaube, für die Free-to-Play-Spiele auf der PlayStation 4 braucht man nicht mal PlayStation Plus, was man ja eigentlich grundsätzlich für Multiplayer braucht mittlerweile. Also ihr müsst ja diesen PlayStation Plus-Service gebucht haben, um Online-Multiplayer spielen zu können auf der PlayStation. Wow. Medic. Ah. Ui, schon alle. Den Spot-Bonus und einen Kill-Assist bekommen. Okay. Ha! Score-Killer. Dass die Leute sich für Namen geben. Ah, ah, oh, 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 oh. Oh. Nein. Ah. Dieser Medic ist einfach toll. Nein. Och, Kinas, kommt da einfach mal alle mit. Ich meine, wahrscheinlich gehöre ich dann trotzdem zu den Leuten, die dann sterben würden. Aber egal. Hauptsache, es kommen alle mit. Ja. So. Aber wenigstens von den Punkten pro Stunde stimmt das Ganze hier. Finde ich schon mal ganz gut. Hey, hey, wow. Schießen auf mich. Okay, okay, okay. Ich bin so tot. Wenn jetzt einer um die Ecke kommt, ich bin so tot. So, das war ein sauberer Headshot, aber der hat sich auch nicht bewegt. War noch nicht sehr schwer. Ah, den Kill hab ich schon gekriegt. Leider steht hier kein Medic drin. Naja. So kann es halt laufen. Ja. Ich werde jetzt übrigens auch bald mit Alien Isolation weitermachen. Also ich hab ja noch Videos gebracht, weil ich habe so viel auf Vorrat aufgenommen. Aber ich muss meinen Vorrat mal wieder auffüllen. Ja, das Spiel wird noch sehr lang dauern, glaube ich. Und ich werde es wahrscheinlich in 60 FPS jetzt aufnehmen. Ab jetzt geht das ja. Kann man sich aber nur angucken, wenn man den Google Chrome Browser benutzt. Angeblich zumindest. Aber ich habe auch gelesen, dass es mit anderen Browsern trotzdem funktionieren soll. Also Opera soll es zum Beispiel gehen. Einige sagen sogar, der Internet Explorer soll funktionieren. Hui. Ah, wow. Oh. Ja. Warum holen sie dann die Deacon-Kanonen?
Aber läuft ja. 16.800 Punkte pro Stunde. Kann man nicht meckern. Einige Certs schon gemacht, diese Session. Ah, es sind einige. 18 Stück immerhin. Ich muss aber mal gucken, was ich mir noch so für die Certs holen soll. Nein. Medic. Wow. Was war das? Ah, okay. Ah ja, Space Anakin 099. So. Wow. Hey. Was? Ach so. Ja, ja. Ja, ist ja gut. Holt denn da mal keiner runter? Boah, ich denke mir manchmal, wenn man das drauf hat, so ein Ding da zu sitzen und da gut trifft, also der Bordschütze gut ist, das muss ja das wahre Punktefest sein. Also dagegen sind meine 16.000 Punkte pro Stunde wahrscheinlich mickrig. Da macht man wahrscheinlich eher so, weiß ich nicht, 40, 50, 60.000 oder noch mehr. Oh, ab. Ja, super. Ich glaube, wir werden hier so langsam ein bisschen vertrieben. Hm, man könnte sich ja aber nochmal als Sniper hier betätigen. Och, nee. Knarzlette, aha. Und zwar Infiltrator. So. Und ich muss nochmal in die Kommentare gucken. Jemand hat mir auch eine vernünftige, passable Scharfschützenwaffe empfohlen. Die. Was mich ein bisschen stört. Ist der Umstand. Dass, man, wenn man gestealthed ist, als Infiltrator, dieser Stealth nicht automatisch durch einen Schuss gelöst wird. Also, dass man nicht aus dem Stealth heraus direkt schießen kann, sondern erstmal nochmal aus dem Stealth extra gehen muss. Das finde ich ein bisschen, naja. Glaube ich. Ach komm. Ich bin mein Privatmedic. Auch nicht sehr, auch nicht schlecht. Ach, ja. Phony Life. Aha. Ich meine, es ist natürlich immer schlecht als Infiltrator oder als Sniper generell immer in der gleichen Position, in der gleichen Position zu hocken. Wusch! Und wo wird man denn hier beschossen? Okay. Auch schon leer.
Nein, 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 nein. Oh, hier ist jetzt einiges los. Also mit den ganzen Max-Spielern, die einfach mal vorrennen und da einfach mal reinrennen. Was wollen die machen? Aber Hauptsache, man wird hier immer gerätzt. Und Medic war wohl vielleicht doch nicht so die beste Wahl. Nie. War es anscheinend nicht. Medic. Nein. Oh, auf der Seite kommt keiner mehr. Na? Ist egal, ich renne jetzt einfach rein. Ha! Da habe ich ihn. Nein. Ah, ich glaube, ich wechsle mal wieder. Könnte natürlich auch mal den Light Assault bemühen. Oder den Ingenieur. Aber ich bleib, glaube ich, erstmal beim Heavy Assault. Nein, genau in die Granate reingelaufen. Verdammt! J. Marjo. Ach, das war nur eine eigene. Nee, nee, nee. Immer diese Teamkiller. Also mir ist ja noch nie ein Teamkill passiert. Noch nie. Okay, das war auch nicht sehr durchschlagend. Ja, das war immerhin der Kill Assist. Da habe ich auch irgendwas getroffen. Yay! Oh, Battle Rank 17.
Das hat ja etwas gedauert. Aber gut, die Level dauern natürlich auch immer länger. Ist nicht perfekt. Oh. Nein. Immer dann, wenn man mal ein gutes Schussfeld hat, steht man auch selber im Schussfeld. Zumindest hier. Wow. Nein. Shit. Uah. Och. Ey. Kann doch nicht sein. Der Captain Kirk, er revived mich. Wow. Ah, Blendgranate. Ich muss sagen, manche Granaten hier sind doch schon sehr krass einfach. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Aber Captain Kirk ist wieder zur Stelle. Hui. Nein. Ach, Mist. Den einen habe ich nicht gekriegt, weil mein Magazin da gerade dann leer wurde. Ja, und wenn hier mal jemand mitkommen würde, einfach nur mal mit reinlaufen, wenn wir das machen würden. Das Problem ist halt, wenn die Leute das dann nicht machen, da hat man dann selber auch irgendwann keinen Bock mehr. Oh. Wer schießt hier auf mich? Oh, da oben auf dem Dach stehen natürlich auch welche. Ja, der rennt hier rum und tötet Leute mit dem Messer. Was ist das denn? Ja! Ah, das ist ein Teamkiller. Was macht der denn? Was ist das denn für einer? Und dann werde ich auch immer wieder belebt. Wo ist der? Das ist er doch, ne? Ey. Hey, das gibt's doch nicht. Was soll denn das? Alter. Was ist denn das? Kann er das mal lassen? Ah, wenigstens wurde ich jetzt mal... Ah, sehr schön. Ey, was ist denn das für einer? Was hat denn der für ein Problem? Hammer. Ah, sowas, ja, muss ich doch immer wieder sagen, erlebt man nur in Multiplayer-Spielen. So, gelinde gesagt, asoziale Menschen. Und das ist noch nett ausgerückt. Wo ist denn der Typ jetzt? Ich will ihn jetzt einfach töten. Das ist er nicht. Der hat ja so einen grünlichen Anzug an. Wahrscheinlich ist er selber einfach gestorben. Weil er außer Teamkills keine Kills zustande bekommt.
war er das? Hm. Naja. Wow. Naja. Dann findet man ihn halt nicht mehr. Oh. Ah. Scheiße. Suicide. Stop killing yourself, ja. Das wollte ich auch eigentlich gar nicht tun. Naja. Ich spawn jetzt hier mal wieder und würde dann aber auch mal sagen, ich beende den Part an dieser Stelle mal. Und ja, wie gesagt, es geht weiter mit Planet Side. Wie oft, wie lang, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ja, es geht auf jeden Fall weiter und bedanke mich fürs Zuschauen und ja, dann bis zum nächsten Mal bei Planet Side 2. Bis dahin, tschüss!